Frohes Fest. Nee, das ist ja bekloppt auf der Welt. Im vergangenen Jahr hat sich mein türkischer Freund Ahmed und ich jeder am selben Tag einen neuen Waren gekauft. Und 8 Tage später haben wir die das erste Mal gemeinsam nebeneinander gewaschen. Und alles, was ich mit meinem Waren gemacht habe, Ahmed macht es noch. Ist der Kofferraumdeckel auf, Kofferraum abgeräumt, Ahmed auch. Türen aufgerissen, Innenraum gesaugt, Scheiben geputzt, Ahmed auch. Ich in einmal Wasser über das Dach von meinem Waren geschüttet und da geht Ahmed an der Werkzeugkiste, holt sich eine Eisensäge raus und säge ich an seinem Auto so ein Stück vom Auspuff ab. Ich sage, Ahmed, was soll dann der Quatsch? Ja, sagte, wenn du deinen Wagen taufst, darf ich meinen ja wohl beschneiden. Am anderen Morgen der Koffer gepackt, am Hauptbahnhof, weil ich noch jetzt Kohldampf hatte, habe ich mir da schnell noch ein Beamtenteilchen gekauft. Ein Beamtenteilchen. Eine Schnecke. Und ab in der Zug nach Berlin. Im Mingem-Abteil waren sich gerade 3 Pasteur am Unterhalten. Seht ihr erste, also ich werde noch bekloppt. Ich habe Fledermäuse in der Kirche. Ich wusste mir nicht anders zu helfen, habe ein Loch in die Decke geschossen, sind die alle rausgeflohen, aber abends waren sie alle wieder da. Seht ihr zweite, komisch, ich habe das gleiche Problem. Also ich habe meine alle eingefangen, mit dem Auto 50 Kilometer weit weggebracht, freigelassen, komme abends heim, waren sie alle wieder da. Seht ihr, dritte fängt an zu lachen und sagt, ich hatte Fledermäuse. Sag, wie hast du das Problem gelöst? Seht ihr, hey, Köpfchen. Ich habe die alle eingefangen, dann habe ich die alle einzeln getauft und anschließend wieder freigelassen. Sag, ja, und dann? Seht ihr, und dann wird genau wie im Leben. Von dem Tag an habe ich keinen in der Kirche gesehen. Jetzt kaum in Berlin angekommen, ich in das Reformhaus Schröder. Das ist das Kanzleramt. Die Tür geht ob, der Kanzler Küde Russo, eine Rudekopf und sagt, da haben mir doch tatsächlich die Journalisten ein funkelnagelneues Auto ohne Motor geschenkt. Warum? Sag, weil es nur überall bergab geht. Ja, seht, aber angenommen, irgendwann geht es mal wieder bergauf. Sag, da bist du nicht mehr am Steuer. Haben Sie schon gehört, dem Stoiber haben Sie angeboten, Papst zu werden. Hat er abgelehnt. Ist ja auch klar, ne? Der Stoiber und dann nur auf einem Stellvertreterposten. An dem Tag kam gerade der Außenminister Fischer von der China-Reise zurück. Kütti Dieng-Wei-Runde hat einen wunderschönen jungen Pekinesen Hund auf dem Arm, zeige ob der Tier und sagt, den habe ich für die Gesundheitsministerin Ulla Schmidt bekommen. Ich sage, Yoshi, ein super Tausch. In der Kneipe von der ständigen Vertretung saßen die Teilnehmer vom Bundesärztekongress. Als sie genug hatten, täten die sich so peu à peu voneinander verabschieden. Der Augenarzt sagt, auf Wiedersehen. Der Ohrenarzt, man hört voneinander. Der Tierarzt, ich mache die Fliege. Der Orthopäde, Hals- und Beinbruch. Der Urologe, ich verpiss mich. Und zum Schluss sitzt der Gynäkologe, bis die Tage, ich schau mal wieder rein. Nun wollte ich mal abends das Berlin-Panorama von der Spree aus anlohren. Ich im Dunkeln dahin, ob immer jeden Frau für mit einem todschicken Hosenanzug. Ich belohre mir die und da, also von hinten betrachtet, könnte die von vorne super aussehen. Ich hinter der her, auf einmal drehte sie rum und wollte, warum laufen Sie eigentlich die ganze Zeit hinter mir her? Sag, jetzt wurde die rum gedreht, das forscht mich das auch. Frau Merkel. In dem Moment eine Brüll aus der Spree.
Hilfe, ich komme hier nicht mehr raus, Hilfe. Ich die Klamotten aus in den Speeren gehüpft, trecke den Kerl an Land, lure mir der Junge der Straße Latein an und wir haben die Russgefisch, den Finanzminister Eichel. Der schüttelt mir die Hand und sagt, Sie haben mir aus einer prekären Situation geholfen und deshalb haben Sie einen Wunsch frei. So, wenn das so ist, dann wünsche ich mir einen Rollstuhl. Seht ihr einen Rollstuhl? Sie sind doch noch jung und kerngesund. Ich sage noch, aber wenn ein Russ küttert, ich die Russie trocken haben. Nun wollt mir ja auch uns jetzt jodsten. Ich in eins des berühmtesten Hotels von Berlin in den Adlon. Ich hab mich grad häuslich um Stuhl niedergelassen, könnt ne Führer nehmen, oben an den Tisch, hält mir die Speisekarte hin und sagt, verehrter Gast, ich begrüße Sie herzlich im Namen unseres renommierten Hauses und bin beglückt, dass ich Ihnen in dieser Atmosphäre gepflegtester Gastlichkeit die unübertroffenen Vorzüge unserer kulinarischen Spezialitäten präsentieren darf. Habe ich einen Diener gemacht. Ich sage, Sie wollen gütigst verzeihen, wenn ich es wage, Sie höflichst und dringend zu ersuchen, mir gütigst zu erlauben, dass ich mir die Freiheit nehme, Sie hierdurch zu fragen, ob Sie die Gewogenheit haben wollen, mir huldreichst zu vergönnen, dass ich mich erkühne, Sie untertänigst zu bitten, mir das unschätzbare Glück zu gewähren, dass ich die ganz besondere Ehre haben darf, mit den Gefühlen der lebhaftesten Hochachtung und dem mir angeborenen Bescheidenheit zwei Frikadelle zu bestellen. Nur werde ich, wie gewollt, in die Schweiz, in der nächsten Zoren, Richtung Bern. Und dann wäre jetzt wollt einer meine Sprachkenntnisse testen und frage, was heißt denn auf Iranisch, bringe den Tee? Sagt Teheran. Ja, seht ihr, probieren wir was anderes. Was sagt denn der arabische Metzgermeister morgens zu seinem Azubi? Sagt Mahmed. Nee, es hätte mit Ihnen hat es keinen Zweck. Han ihn getestet. Ich sag, kannst du mir dann uns sagen, was defekter Rasen mehr ob Kölsch ist? Wusste nicht, sag, mäht nix. Jetzt kaum in der Schweiz an, hier kommen High Fidelity. Zu der Zick wurde gerade die englische Königin auf Staatsbesuch. Elizabeth II. Queen of England, not Queen of Table Waters. Beim Festbankett durfte ich neben dem Guido Westerwelle sitzen. Ob einmal schnappt er sie einen Löffel und flüstert mir so, ein schönes Souvenir. Zack, hat er den Löffel in seiner Tasche. Ich denke, was der kann, kannst du auch. Schnappe mir einen Löffel, zack. Haue damit unglücklicherweise hier in mein Winglas, kling! Mit einem Schlag Totenstille. Alles lurt ob der Löffel und mich. Ich denke, was machst du jetzt? Ich sage, Ladies and Gentlemen, zu Ehren der englischen Königin werde ich Ihnen etwas Außergewöhnliches zeigen. Ich stecke jetzt diesen Löffel in meine Jackentasche. Jetzt hole ich den beim Westerwelle wieder raus. Du weißt schon, gerade in der Schweiz war, habe ich schnell noch meine alle Urlaubsfreunde der Kierdorfs-Freddy besorgt. Wir sitzen abends gemütlich im Fernsehraum, ob immer Pitsch, Fernseher kaputt. Sag, Freddy, was machen wir dann jetzt? Seht ihr Filme raten? Sag, was? Filme raten? Da fängst du einfach an. Da steht er ob, hält seine Hand zwischen den Beinen, dreht sich um der eigene Achse und mäht dabei. Seht ihr, wie heißt der Film? Muss keiner, seht ihr, der mit dem Wolf tanzt. Steht sich Frau ob, schnappt sich von der Finsterbank eine Kaktus, mäht die Tür vom Fußkäfig aus, schmiest der Kaktus drin, hält die Tür zu und fragt, wie heißt der Film?
Muss keiner, seht ihr Dornenvögel. In dem Moment steht die Rose ob, nimmt ihr Bisse raus, hängt das an den Hirschhörnern und fragt, wie heißt der Film? Muss keiner, seht ihr die Brücke am Quai. Die Flügscher, Leute, ich von mir sage, dort alles im Leben mit viel Humor ertrage. Matschig Abend hier zusammen noch viel Freude, denn das Leben dort leider keine Ewigkeit. Allah!